Wenn es Männer gibt, die zu 100% hinter ihrem Produkt stehen, dann sind das Helmut Pöschel und Christian Schmelzer. Die beiden produzieren nämlich Milben-Käse. Zugegeben, das klingt jetzt im ersten Moment nicht wirklich appetitlich. Der Käse soll aber tatsächlich sehr gut schmecken. Das Rezept ist schon viele Jahrhunderte alt und die speziellen Milben, die gibt es tatsächlich nur an einem Ort auf der Welt, und zwar im Süden Sachsen-Anhalts. 8 Beine, lange Haare, gepanzerter Körper. Alles Milben. Unscheinbare braune Krümel, aber mit ihnen entsteht der Würchwitzer Milbenkäse. Der Trüffel unter den Käsesorten. Das findet zumindest der Meister der Milben, Helmut Pöschel. Seit Generationen ist das Käsemachen nicht nur Tradition in seiner Familie, sondern überhaupt im südlichen Zipfel von Sachsen-Anhalt. Es ist ein echtes Lebensmittel. Es lebt. Und man isst bei diesem Käse immer ein paar Milben mit. Und das ist hervorragendes Eiweiß und ein wunderbarer Geschmack. Die Grundzutaten sind sehr übersichtlich. Kümmel und Salz, vor allem unbehandelter Magerquark. Am besten alles Bio, sonst mäkeln die Milben später. Die Milben, die den Käse bearbeiten, wünschen sich keine Giftstoffe, keine Konservierungsstoffe. Sobald irgendwelche Schadstoffe hier in dem Quark sind, gehen die Milben nicht mehr dran. Die müssen wahrscheinlich bessere Zungen haben oder besseren Geschmack haben als der Menschen. In diesem Quarkbrei werden im Mai ganze Holunderblüten gedrückt und zu einer Art Birne geformt. Erst müssen die Käserohlinge noch trocknen, dann kommen sie zu den Milben. Sein Wissen gibt Helmut Pöschel an Christian Schmelzer weiter. Gemeinsam haben sie vor über 10 Jahren ihre Milbenkäsemanufaktur gegründet. In jeder Kiste warten 250 Millionen Milben auf ihre Nahrung. Ihr Lebensraum ist genau austariert auf 15 Grad Celsius und 100% Luftfeuchtigkeit. Wenn der Käse jetzt in die Kiste kommt, stürzen sich die Milben drauf. Sie fressen an der Oberfläche ungefähr die Hälfte des Käses ab. Das erlauben wir ihnen. Ansonsten bekommen sie auch noch ein bisschen Futter mit Roggenmehl. Und damit können wir steuern, wie viel sie vom Käse abfressen. Während die Milben also am Rohkäse knabbern, sondern sie Enzyme ab, die ihn später auch ungekühlt haltbar machen. Für die besondere Geschmacksnote müssen die Tierchen öfters mal aufgewühlt werden. Wenn wir die Milben jetzt ärgern in der Kiste, dann passiert Folgendes. Dann entwickeln die einen sogenannten Wehrstoff. Und dieser Wehrstoff, der heißt Neron und der riecht nach Zitrone. Und das hat die Uni in Darmstadt im letzten Jahr herausgefunden, dass unsere Milben da eine ganz besondere Drüse haben, die diesen Abwehrstoff produziert. Wegen dieses lebendigen Käses mit der aromatischen Note ist Helmut Pöschels kleiner Hof mittlerweile ein Touristenmagnet geworden. Ganze Reisegruppen kommen zur Verkostung und natürlich auch Stammkunden. Und hier könnt ihr mal reingucken, wie die Tiere aussehen, die den wunderbaren Käse machen. Vor dem Käsegenuss steht erst einmal der Milbenschock, oder nicht? Oh, ne? Wie sieht denn das da drin aus? Ja, Krabbeltierchen mit langen Horn am Bein. Und hinten am Popo haben die auch ganz lange Haare. Und die Vorstellung, das zu essen, ist das nicht eklig? Nö. Find das gut. Traditionell wird der Milbenkäse auf einem Roggenbutterbrot verspeist, fein geschnitten, was bei dem recht hart gewordenen Käse gar nicht so einfach ist. Aber so kommt das Aroma am besten zur Geltung. Würzig, herzhaft, einfach nur eine Delikatesse. Ein bisschen zitronig, sage ich so. Es ist einfach ein purer Genuss und da vergisst man, dass die so aussehen. Außerdem soll sich der Käse positiv auf die Verdauung auswirken. Darum kommen nicht nur Touristen nach Würchwitz, sondern immer wieder auch Wissenschaftler, um die Milben und ihre Wirkstoffe weiter zu erforschen.